So, der Hood gegen Juggernaut. Und das ist ziemlich einfach. Bevor also Ready Fight kommt, solltest du ihn parieren, dann öfters mit leichten Attacken attackieren, dann wieder parieren und dann mittlere Attacken, sodass wir uns das Torkeln und den Torkel-Debuff auf ihn setzen können. Und dann ist es wichtig, dass wir jetzt unsere SK2 dann auch sammeln, sodass wir dementsprechend SK2 gleich losballern können. Und das war's auch schon. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir ihn lähmen und dann mit einem Niederschlag erledigen. Und wenn ihr das Video gefallen hat, abonnieren, liken, glocken und that's it.